Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, unsere heutige Folge soll dem agilen Harry helfen, die richtigen Menschen zu finden. Der Yorkshire-Mischling kam im Juli 2020 zur Welt. Schon im März 2021 wurde er in der Arche Noah wegen Überforderung seiner Besitzer abgegeben. Harry konnte danach vermittelt werden, kam aber nach 3 Wochen zurück ins Tierheim. Die neuen Besitzer waren berufstätig und konnten dem bewegungsfreudigen, agilen Terrier nicht gerecht werden. Wahrscheinlich hat Harry weder im Welpenalter noch später gelernt, worauf es ankommt, damit ein Hund-Mensch-Rudel gut funktioniert. Der jugendliche Harry hat eigentlich noch gar nichts gelernt. Der Start ins Hundeleben war für den schönen Zausel nicht gut. Nun soll er Menschen finden, die ihm Ruhe und Zeit schenken, in seinem Leben richtig anzukommen. Denn lernen kann Harry noch alles, es braucht nur Liebe und Geduld. Menschen, die sich mit Hunden auskennen und vor allem Zeit für ihn haben, wären perfekt. Als reiner Wohnungshund mit ein paar Gassi-Ründchen ist so ein aufgeweckter Terrier nicht zufrieden. Ein Haus mit Grundstück, wo er zwischendurch rennen kann und natürlich den ständigen Kontakt zu seinen Rudelmitgliedern hat, wäre super für ihn. Harry wird bei liebevoller, konsequenter Erziehung bestimmt noch ein ganz toller Familienhund. Geeignet wäre vielleicht eine Mehrgenerationenfamilie, bei der immer jemand zu Hause ist. Natürlich könnte er auch zu einem Ehepaar oder einer Einzelperson, er braucht nur die richtige Führung. So ein junger Hund wie Harry braucht noch unbedingt seine Chance, Menschen zu finden, die für ihn richtig sind. Thank you.